Hallo, meine liebe Jungfrau, mein Name ist Emmanuel von Sendstern und das ist die allgemeine Monatsvorausschau für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats hast du Merkur Quadrat Saturn. Am Monatsanfang kommst du mit schwierigen Aufgaben nur schwer voran. Wahrscheinlich hast du keine Lust, mit einem Menschen zu sprechen, der eine kritische Einstellung hat. Am 3. läuft Merkur wieder direkt in Waage. In Gelddingen ist es wichtig, einen klaren Kopf zu behalten, sodass man die richtige Entscheidung diesbezüglich treffen kann. Hierbei darf man sich nicht von Gefühlen führen lassen, sondern von den Fakten. Das ist ganz wichtig. Zwischen 12. und 13. des Monats haben wir eine mächtige Pluto-Jupiter-Konjunktion in Steinbock. Du dürftest dich mit einem Menschen, den du sehr kennst, viel beschäftigen und ihr könnt dadurch starke Emotionen zusammen erleben. Bestimmte Erinnerungen können hochkommen in dieser Zeit. Elternteile und Großeltern werden sich besonders um die Sicherheit ihrer Kinder kümmern müssen. In den Bereichen der Geldgeschäfte und beruflichen Eigenständigkeit werden bald große Entscheidungen mit großen Konsequenzen getroffen. Wir haben dann am 14. Mars direkt laufend in Widder. Man wird sich beharrlich um stabile finanzielle Verhältnisse bemühen. Diesbezüglich müsste man bis Anfang 2021 eine Grundvoraussetzung erfüllen müssen. Streitigkeiten rund ums Thema Geld und Besitz können bald vorkommen. Lohngebundene Kosten wie Steuer und Versicherungen können für viele Jungfrauen besonders wichtig sein. Zwischen 17. und 20. haben wir eine Uranus-Merkur-Opposition. Geduld und Gelassenheit werden dir helfen, jegliche Herausforderungen zu meistern, die an diesen Tagen auftauchen können. Ein Geheimnis oder verdrängte Information könnte entlüftet werden. Es bringt nichts, meine liebe Jungfrau, sich Sorgen um etwas oder jemanden zu machen, ja? Falls zutreffend, wird eine rätselhafte Situation bei deiner Arbeit entstehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch dafür. Zwischen 15. und 19. haben wir Venus Quadrat Saturn. Bestimmte Vorgänge und Abläufe können deinen Alltag belasten. Es empfiehlt sich dementsprechend eine lockere Einstellung und einen Sinn für Humor zu haben, damit du jegliche Situationen, die problematisch sind, überleben kannst. Wir haben dann am 21. Venus in Skorpion eingetreten, das heißt bis Mitte Dezember wirst du viel Wissen über eine Person sammeln und tiefgründige Erkenntnisse darüber erlangen. Ein Besuch oder kleine Reise kann sich unter Umständen ergeben. Zwischen 22. und 28. haben wir eine Venus-Uranus-Opposition. Es kann sein, dass du Abstand von einem Menschen nehmen möchtest oder solltest. Wenn das der Fall ist, dann ist dieser Mensch keine vertrauenswürdige Person. Am 29. hast du Neptun direkt laufend in Fische. Das heißt, bis Mitte Juni 2021 solltest du realistisch und faktenbezogen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen sein. Wenn du jemand idealisierst, meine liebe Jungfrau, und blind vertraust, dann könntest du locker ausgenutzt werden. Und dann zum Schluss, zwischen 29. und 30. haben wir Merkur, Sextil, Jupiter und Saturn. Man darf sich nicht von anderen ablenken lassen, sodass man seine Vorstellungen und Visionen verwirklichen kann. Du wirst am Monatsende ein Gefühl der Erleichterung haben. Meine liebe Jungfrau, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit dem Monat November 2022. Wenn du eine persönliche Beratung brauchst, bin ich immer da für dich. Du kannst diese gerne auf meiner Homepage bestellen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, liebe Jungfrau, bleib gesund und bis zum nächsten Video.